Also komplett normal. Hallo, mein Name ist Diana 80. Ich begrüße Sie wieder mal zur Bildbesprechung und möchte Ihnen die Hintergründe näher bringen. Ich konnte an der Universität der Künste hier in Berlin meine Malerei studieren und konnte somit zur figurativen Malerei finden. Hier sehen Sie den Katalog, den hatte ich allerdings schon vor einiger Zeit veröffentlicht. Und das ist natürlich auch das Coverbild, was wir heute besprechen möchten. Den Katalog und den Link nach Amazon oder zu Amazon verlinke ich unter dem Video. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen dieses Bild besprechen und auch nahebringen. Wir haben hier eine Figur einer weiblichen Romeo-Frau. Das bedeutet, sie war in der DDR-Zeit die Person, die Männer aus dem Westen akquiriert hat, dafür gesorgt hat, dass sie sozusagen deren Freundin wurde und so wurde die Spionage eingeleitet von der ehemaligen Stasi. Sie wissen, Maueröffnung 30 Jahre her. Und das war natürlich die Befreiung einer gewissen Form der Diktatur. Aber das ist nicht unser Thema heute. Unser Thema ist Malerei. Und das ist ein Bild mit Acrylfarben, hochwertige Acrylfarben mit großen, vielen Pigmenten in der Farbe drin. Man sieht es auch an dem Farbauftrag. Auch der Leuchtturm deutet auf eine DDR-Zeit hin. Wir alle kennen diese schönen Bilder, gemalt von den DDR-Bildern, von den DDR-Malern, wo hinter den Häusern Segel erkennbar sind. Und diese Segel deuten immer auf das Fernweh hin. Auch der Leuchtturm hat mit Fernweh zu tun, mit Orientierung, mit der Idee, wo will ich hin im Leben? Und auch hier wieder eine klare Haltung. Natürlich ist der weibliche Romeo auch eine Teufelin, die durchtrieben ihre Netze spinnt und ihre Machenschaften im Hintergrund zieht. Wir alle kennen die Figur des Walsingham in der Geschichte von Elisabeth, als sie ganz jung war, plötzlich auf den Thron kam und sie musste sich auch einen Dienstmann für die Staatsangelegenheiten heranziehen. Und dieser Walsingham konnte einige Problemstellungen für sie lösen. Und so ging es auch den Romeo, Damen und Herren, die man von der Stasi aus gefördert hat, die man ausgebildet hat. Und hier haben wir sozusagen ein Blatt im Mund. Das ist gleich nur setzen mit der Idee, dass man sich auch wendet, dass man biegsam ist wie ein Blatt. Und das hat ganz viel mit der DDR-Historie zu tun. Natürlich trägt sie rot, weil sie ja den Männern auffallen möchte. Also sie will in Erinnerung bleiben. Deshalb die Frage rot. Weiterführend kann ich sagen, 2018 gemalt. Das Bild ist 70 cm hoch, 50 cm breit und es ist ein Acrylbild auf Leinwand. Die Leinwand sehen wir hier. Weiterführend ist noch zu erwähnen, das ist natürlich auch die persönliche Geschichte dazu gehört. Das bedeutet, ich war auch in der DDR oder in meiner Jugend, oder ich musste meine Jugend in der DDR-Zeit verbringen. Ich hätte mir eine multikulturelle Gesellschaft wie heute gewünscht. Nur war ich sozusagen hinter der Mauer, bin dort groß geworden und habe ganz stark sozusagen dieses System kennengelernt, seine Schattenseiten, aber vielleicht auch seine romantischen guten Seiten. Allerdings waren die nicht üppig und nicht so, dass man sagen könnte, juhu, wir bauen die Mauer wieder auf. Das kann ich absolut von mir weisen und
die das gerne tun möchten. Zu denen gehöre ich aber nicht. Wir sehen hier die Frau durchtrieben und sozusagen der Spionage anheimgefallen. Natürlich hätte sie sich einen anderen Job aussuchen können, aber vielleicht war das ihre Qualität. Wir wissen es nicht. So kam es zu diesem Bild der weiblichen Romeo mit dem Blatt in den Mund. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir ein Kaufangebot hinterlassen würden. Ich möchte auf German Art Painting verweisen. Das ist ein neuer Katalog. In diesem Katalog sind noch mehr Bilder aus der DDR-Zeit, auch Militärbilder aus der DDR-Zeit. Und natürlich, wie Sie es am Cover schon sehen, habe ich eine gewisse Liebe und eine gewisse Begeisterung für Pablo Picasso. Auch solche Bilder gibt es von mir. Und selbstverständlich gibt es auch junge, hübsche Damen, gemalt mit einem großen Fisch, mit einem großen Gold-Geld-Fisch. Oder auch ein Kinderpaar, wo das Fischkind oder der junge Fisch aus der Tüte springt und sich sozusagen selbstständig macht und den Weg zurück ins Meer findet. Wir sehen hier unseren Katalog und den verlinke ich auch nochmal mit dem anderen Katalog unter diesem Video. Ich würde mich freuen über ein Kaufangebot für auch ein schwieriges Bild und natürlich über Likes, ganz klar. Und bitte abonnieren Sie auch unseren Kanal, weil es könnte ja sein, dass Sie sich für Wirtschaft und für Kunst interessieren. Und gerne verraten Sie mir in den Kommentaren, warum Sie auch die Kunst lieben und die Malerei lieben, warum Sie die Bildhauerei vielleicht sogar mögen und gar nicht die Malerei. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihre Diana 80.